Guten Abend, Leute, und willkommen zur letzten Aufnahmesession hier bei Mafia 2. 1. Nein, es ist immer noch 1. Hört auf. Ich lade einen Spielstand davor, denn ich muss noch Waffen kaufen beim Waffen-Louis. Und ja, ich zeige euch jetzt gleich mal, wie man da hinkommt. Ich habe mich ja informiert, habe ich euch versprochen, dass ich weiß, wie ich da gewinnen kann. Und ja, ich muss nur Waffen kaufen gehen. Ja, das werden wir jetzt hier mal ganz geschwind tun, dass wir da auch mit ordentlichem Kram ankommen können und gegen die Leute überhaupt bestehen können. Ihr habt es ja gemerkt, es war schon ordentlich was los. So, also, und zwar der Waffenladen ist, wenn mich nicht alles täuscht, ja, ganz rechts. Also er ist ganz rechts auf der Map irgendwo. Ich bin letztes Mal, nachdem ich so gefailt habe, da sogar schon hingefahren nach der Aufnahme, um einfach mal zu schauen, weil ihr wisst ja, ich kann da nicht einfach ein Spiel irgendwie so liegen lassen und nicht wissen, wie es weitergeht. Und ja, jetzt fahren wir da mal hin. Ich glaube, es ist sogar Hoboken, glaube ich. Und da in dem Haar von Hoboken. Oh, ein Life verloren. Ist schon mal blöd. Aber das eine Life wird jetzt den Bock nicht fett machen. Ich hoffe, man kann auch Dinger kaufen. Schusssichere Westen. Na, ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Da muss ich mich direkt hier vorne herein entschuldigen. Also mein Hals ist noch ein bisschen gereizt. Und ja, ich werde das öfteren die Nase hochziehen. Weil ich als Kind nicht gelernt habe, wie man sich die Nase putzt. Nein, doch. Ja, das stimmt sogar wirklich. Ich wollte als Kind nie die Nase geputzt bekommen. Ich kann es zwar mittlerweile. Aber ja, ich mache das voll ungern. Nase putzen mache ich echt extrem ungern. Wenn man mich irgendwo sieht und mich... Man braucht mich gar nicht fragen, ob ich, Tesafilm, wollte ich schon sagen, ob ich Ding dabei habe, Naseputzzeug, ihr wisst schon, Tücher, Taschentücher, weil ich das nicht dabei habe, weil ich es selbst gar nicht mache. Ich brauche das aber auch nicht irgendwie, also mir läuft jetzt nicht der Rotz aus der Nase raus, ich habe das noch nie so wirklich gebraucht, ihr werdet es mir nicht glauben, ich weiß, das ist sehr merkwürdig, aber ja, so ist es halt. Das ist die bittere Wahrheit. Ich putze mir nur sehr selten die Nase. Ja, soweit dazu. Ich wollte eigentlich aufnehmen, also mit der Kamera. Ich habe ja von Wallen eine Kamera geschenkt bekommen, weil ich ja vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es war das letzte Vierteljahr im letzten Jahr, da habe ich auf den Kanal... Hopcom, nein, keine Polizei. Da habe ich auf den Kanal aufgepasst. Mehr oder weniger, also wir haben zwar zusammen aufgenommen, aber ich habe halt immer alles... Ich habe immer aufgenommen, ich habe immer gerendert, ich habe immer alles hochgeladen. Und hab halt mit euch geschrieben und so weiter und so fort. Und für diesen Einsatz hat er mir dann praktisch eine Kamera geschenkt, eine Webcam. Ich wollte natürlich erst nicht annehmen, aber er hat darauf bestanden. Und was natürlich habe ich mich dann auch extrem gefreut und das dann dankend angenommen. Und ja, ist wirklich richtig cool. Ich wollte, wie gesagt, damit aufnehmen, aber A, ich bin voll die verpickelte Hackfresse deswegen. Und B, heute sowieso nicht, weil... Weil es halt nicht ging. Ich habe kurz angefangen, so aufzunehmen, aber dann kam meine Freundin reingelaufen. Und ja, dann war es vorbei mit der Aufnehmerei. Weil sie ist es halt nur gewohnt, reinzulaufen und mich irgendwie, mir einen Zettel hinzulegen oder mich mit den Händen und Füßen irgendwie zu fragen, wie lange ich noch aufnehme. Aber das hätte man ja, oder hat man ja dann gesehen. Und sie war nackt. Nee, war sie nicht, aber ja. Deswegen war ich völlig dann draußen. Jetzt dachte ich mir, komm, ich habe die ganze Zeit nur mit Audacity aufgenommen. Dann mache ich das jetzt halt noch und mache dann erst bei einem nächsten Projekt dann halt mit Kamera. Dann könnt ihr mein Hackfresschen bewundern. So. Komm schon. Hallo, Junge. Na, wie geht's Pauli? Pauli ist tot. Also, dann geht's ihm wohl nicht besonders gut, was? Ich hoffe, du hattest nichts damit zu tun. Oder ist euer kleines Abenteuer etwas schiefgegangen? Sieht ganz danach aus. Aha. Du bist also mal wieder auf der Suche nach Waffen. Du denkst wohl in jeder Wachenminute ans Geschäft. Natürlich nicht. Das wäre ein großer Fehler. Okay, mal sehen, was du hast. Er ist ein Scherzvogel und ein Raffzahn zugleich. Also, keine... Ich habe diesen Colt, bräunig. Thompson auf jeden Fall. Pumpgun. Ja, hier... Und das hier, und das hier, der Baseballschläger sicherlich nicht. Ach so, okay, gut. Danke, hier ist das Geld. Ah. Vielen Dank und hoffentlich kriegst du die Schweine. Zumindest das hat Pauli verdient. Gut, okay, also ich habe jetzt alles. Oh. Aber warum habe ich jetzt mit der Pistole schon wieder nur 6? Ach egal, ich habe alles, was ich brauche.
Oh, halt. Nee, komm. Ich geh jetzt aber ganz cool bleiben. Ich geh nochmal ganz kurz. Guten Tag. Wie kann ich dir diesmal behilflich sein, Junge? Ah, okay. Nochmal, hier ist ja noch ein leerer Slot. Da kann ich ja eigentlich... Hab ich schon? Ich hab ja schon, okay, gut. Ich habe ja schon alles. Wo ist die? Ah, ich habe jetzt aber nichts hingeschmissen. Nee. Gut. Ich würde sagen, wir können jetzt ihr blaues Wunder erleben. Ist der andere jetzt weggelaufen? Ja. So, jetzt fahren wir da hin. Ich lasse die 40er-Begrenzung drin, denn ich will jetzt nicht nochmal neu hier hinfahren. Das versteht ihr sicherlich. Deswegen werde ich jetzt gemütlich fahren. Ja, gemütlich fahren. Ah, komm, hier können wir ein bisschen schneller machen, aber ja, dann werde ich gemütlich fahren. La 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 la. Und ich denke, dann sollte das eigentlich in ein oder zwei Versuchen zu beenden sein. Und dann können wir das wunderbare Ende betrachten. Ne? Das, was ich, muss ich persönlich sagen, sehr gut gelungen ist, finde ich, auf jeden Fall. Oh, deutlich viel, viel besser. Tausendmal besser wie bei Mafia 2. Also wirklich eine Trilliardenmal besser. Und ja. Genau. Ich will jetzt nicht viel spoilern, deswegen sage ich jetzt dann doch nichts mehr weiter dazu. Vielleicht werde ich es ja, wie gesagt, anspielen, oder ich denke, ich werde erstmal ein bisschen so durch die Bank ein bisschen rumpimmeln und dann aber schon Mafia 2 halt let's playen. Es geht recht fix, also ja, zumindest wenn man halt einfach nur straight die Mission macht. Was auch nochmal ein Kritikpunkt ist, finde ich, weil es ist einfach viel, viel zu kurz. Und man kann da gar nicht so viel außenrum machen. Ich meine, klar, man kann die Auto, man kann irgendwie was mit Autos machen. Ich will nicht spoilern, aber man kann ein bisschen was machen, aber nicht halt so wie bei San Andreas oder bei GTA 4 irgendwelche Nebenkram und hin und her und links und rechts. Das geht leider nicht. Es ist halt, ja, nicht so viel. Aber trotzdem ein sehr gelungenes Spiel natürlich. Das werdet ihr dann auch sehen, wenn ich das dann let's play. So. Fahren dann mal dahin. Oh, schick. Das Gebäude erinnert mich jetzt gerade an ein Gebäude bei uns auch auf dem Minecraft-Server. Da haben wir auch sowas ähnliches. Ziemlich großes Geschäftsgebäude. Und das ist oben auch noch nicht fertig. Und ja, das hat mich gerade staunend versetzt, diese Ähnlichkeit. Okay, also, keine Polizei. Auf dem Sack. Jetzt steige ich hier aus gleich. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Mit der finalen Mission. Los geht's. Das Video werde ich jetzt auch nicht noch... Na, doch, ich zeig's nochmal, komm. Ich werde es nochmal zeigen. Halt, Arschloch! Oh, Scheiße! Überraschung! Du hast nicht zufällig das hier in Paulys Haus gesucht? Sam, was ist hier los? Ich dachte, wir treffen uns allein. Die Situation hat sich geändert, Tom. Ich musste entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Sorry, aber deine Seite wäre glatter Selbstmord. Mit Mord kann ich allerdings leben. Du hast Polly umgebracht? Nun, ich war mehr ein Vollstrecker. Das gleiche wie in deinem Fall. Das hätte ich niemals von dir gedacht, Sam. Naja, ich hab gute Laune. Meine Aktien steigen. Und ich habe eine Tasche voller Geld gefunden. Deine Partner zu töten ist also nur ein Riesenspaß? Vielleicht sollte ich es mal probieren. Es ist nicht schlecht. Aber dir fehlt es an Gelegenheit. Es ist niemals zu spät, damit anzufangen. Schätze, so etwas wie Ehre hast du nicht mehr. Ehre hat keine Bedeutung. Das ist das Geschäft. Und du hast die ungeschriebenen Regeln einmal zu oft gebrochen, Tom. Eigentlich sollte es mir leid tun, aber Geschäft ist Geschäft. Ich wusste nicht, dass ich der Grund für die Probleme der Familie war. Wirklich? Du hast gemacht, was du wolltest, Tom. Du hast Frank nicht getötet. Du hast diese Hure entkommen lassen und das mit der Bank. Du kannst nicht tun, was du für richtig hältst, weil du keine Ahnung hast. Du kapierst nicht, was deine Handlungen bewirken. Der Don ist der Denker. Du warst niemals ein großer Denker, deshalb brauchst du ihn. Das gilt nicht für mich. Ich kann selbst denken. Don Salieri meint, dass er nicht wegen deiner lächerlichen Gefühle in den Knast gehen wird.
Und da stimme ich mit ihm vollkommen überein. Don Salieri mochte dich wirklich, Tom. Und ich mochte dich auch. Wir weinen gemeinsam auf deiner Beerdigung. Du armes Schwein, Sam. Du tust mir echt leid. Dafür bin ich am Leben. Schade, dass du das Geld nicht ausgeben kannst. Aber keine Sorge. Wir geben Sarah ein wenig davon. Du weißt ja, alleinstehende Mütter haben es heutzutage schwer. Der Don kümmert sich um sie. Er ist nicht so ein Monster, wie du glaubst. Adieu, Tom. Nett, dich gekannt zu haben. Macht eure Sache gründlich, Jungs. Und bitte, lasst ihn nicht so lange leiden. Er ist mein Kumpel.